Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt gute Laune. Heute gibt es den Imperator. Den Emperor, den guten alten Asi, habe ich jetzt mal wieder ausgepackt. Für alle, die das Video gestern gesehen haben. Naja, ich habe ja gesagt, ich habe wieder ein bisschen Gefallen dran gefunden. Er wurde ja auch gebufft. Deswegen denke ich mir, also ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Ich habe Asi ja schon immer geliebt. Deswegen gibt es heute Asi. Ich weiß nicht, ob der Buff wirklich so insane war, aber ich meine, hey, er wurde gebufft. Also let's go. Ich habe mich für Conqueror entschieden. Es gibt ja verschiedene Varianten. Es gibt Hail of Blades, ein paar gibt es mit Electrocute, vielleicht auch mit Lidl Tempo. Allerdings muss ich sagen, ja, Conqueror ist halt schon cool. Vor allem, weil, wie ich finde, Asir teilweise nicht so viel Schaden macht. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt und ihr sagt, hey, Tobi, reden wir über Asir? Aber ich finde hier, was, wenn ihr denkt, ihr passt auf. So? Nee, das, ja, also das geht jetzt, weil da Conqueror Stacks bei waren. Aber stellt euch das mal ohne Conqueror Stacks vor. Das ist so, klar, wir sind Level 2, aber ich finde, so, ihr wisst, was ich finde. Ja, es könnte ein Millimeter mehr sein. Ja, ich habe außerdem Barrier mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, also ich würde auch gerne mit Ignite ab und zu spielen. Ich habe mir aber gedacht, wir können Kammer wahrscheinlich eh nicht töten. Deswegen habe ich mir Barrier mitgenommen. Weil die haben Darius, die haben Pike, wobei gegen Pike bringt es halt zumindest nichts gegen der Ult, aber, ja. Grundsätzlich werde ich sie aber gleich schon noch ein bisschen poken, aber wir werden unseren Fokus komplett darauf legen, gut zu CS. Wir werden erstmal Level 3 machen und dann poken wir sie weiter. Weil der Poke natürlich, dann packen wir den zweiten Punkt in die Queue und dann ist der Poke ein bisschen stärker. Sie macht hier auch richtig Auge, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob das Werfer, wenn sie dann... Oh, sie hat Glacial Man. So, jetzt sind wir 3, jetzt machen wir W, Auto-Tech, Q, Auto-Tech. Schön. Sie kommt vielleicht nochmal rein. Na, kein Auto-Tech. Ja, immerhin ein Auto-Tech. Auto-Tech. Und Auto-Tech. Wir halten schön die Conquest-Tech am Laufen. Die halten wir am Laufen. Auto-Tech. Verlieren leider ein paar Minions gerade, aber... Mit Ignite wäre sie jetzt tot, aber kann ja niemand wissen, dass sie so hart runterrennt. Wir haben natürlich jetzt ein paar Minions verloren gleichzeitig, muss man sagen. War nicht so schön. Ein Gank wäre jetzt Sahne. Aber da kann man mal sehen, da hat Conqueror halt richtig reingesteckt. Und ich muss sagen, ich habe sonst mit Hail of Blades gespielt. Hail of Blades ist auch nicht schlecht, aber... Ich hätte sie fast töten können jetzt leider. Genau, dann kommt Olaf. Hail of Blades ist halt einfach das Problem. Im Early Game super stark, im Late Game fast useless. Du proxest einmal im Teamfight und dann hast du im Teamfight keine Rune mehr. Weil du ja die ganze Zeit am Kämpfen bist und nicht das wieder aufladen kannst. So, wir gehen jetzt drauf, Leute. Wir gehen drauf. Wir probieren's. Wenn sie kommt. Also sie kann sich schilden, deswegen wird's wahrscheinlich nicht reichen. Aber was soll's. Vielleicht bleibt sie auch. Sie hat Teleport. Vielleicht können wir sie ein bisschen halten. Ah, da fehlt nicht mehr viel, Leute. Ne, aber ihr seht, wir kriegen die Conqueror-Stacks also relativ schnell hoch. Vor allem, wenn man eine optimale Combo machen kann. Optimale Combo wäre W, Auto-Attack, dann haben wir 2 Stacks. Q, dann haben wir 4 Stacks. Auto-Attack, haben wir 6 Stacks. Und dann könnte man vielleicht noch eine E hinterherbringen. Oder was, weiß ich. So, sie ist jetzt shoppen gegangen, beziehungsweise sie ist wieder da. Minions-technisch wird sie also ein bisschen besser abliefern als ich hier. Wir versuchen durchzupushen und gehen dann shoppen. Wir gehen dann, okay, sie macht Auge, ist ein bisschen nervig. Wir können gleich Barrier zünden. Machen wir auch einfach mal. Weil Barrier, also, ja, ganz ehrlich, habe ich jetzt nicht gebraucht. Hätte ich auch so überlebt, aber, ne, Barrier, Leute, Barrier ist immer ready, merkt euch das. Barrier ist immer ready. Ich habe tolle Nano-Leaves im Hintergrund. Ich habe die jetzt aber erstmal nicht angemacht und ich glaube, ich mache das Bild etwas kleiner. Ich glaube, im normalen Gameplay werde ich sie nicht anmachen. Das ist sowas für zwischendurch oder so. So. Das heißt, wir können auch die Camp ein bisschen kleiner machen, falls es euch nervt. Ich weiß ja nicht. Machen wir es so. Ne, ich muss ja nicht so groß sein. Ja, so. Wir haben jetzt, wir werden als erstes, mein Plan ist folgender. Wir werden auf Ludens gehen und dann in Tunashos. Ludens, in Tunashos, in Rabadons. Stundenglas werden wir wahrscheinlich nicht gehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir ihn spielen können. Wir könnten ihn auf Stundenglas mit Engage spielen. Das heißt, wir engage und machen so gegen 5 Leute so eine Wall. Macht richtig Bock. Aber ihr seid dann meistens, müsst rausflashen, seid im Stundenglas, könnt halt lange kein Damage machen. Oder ihr bleibt einfach hinten und benutzt die Wall einfach nur für euch zum Peelen. Okay, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Wir machen hier guten Schaden, aber... die Frage ist halt, lohnt sich das? Weil können wir sie töten oder nicht? Es ist eine Karma. Es ist eine Karma und Karma ist sehr, sehr schwer zu töten. Ich könnte jetzt... Amumu, come mit. I wall her to you. Naja, das würde klappen. Sie ist sehr aggressiv, wäre sehr, sehr einfach. Sie würde eventuell wegflashen, aber, ja. Wir verlieren hier leider echt viele Minions, muss man leider sagen. Sie hat ein paar mehr, aber das hat sie ja sowieso wegen Teleport auch, ne? Also,
So, das müsste gehen. Ja, es geht. Dragon ist leider weg an Olaf. Das kacke Olaf, müssen wir auch sagen, kann durch meine Wall einfach... Nee, kann er nicht. Durch meine alte Wall hätte er durchlaufen können, durch die neue nicht mehr. Aber ich kann ihn nicht wegschieben mehr, oder? Boah, das weiß ich nicht. Die alte Wall war magisch. Nee, ich glaube, er ist nicht CC-bar. Das heißt, ich kann ihn nicht wegschieben, aber er kann da auch nicht durchlaufen, weil es ist ja jetzt Terrain. Durch die alte hätte er durchlaufen können, weil sie magisch war. Ich finde es immer so schade, dass ich mit Asia keine Ganks bekomme. Mit Asia kann man wirklich so... Oh Mann. Mama. Mit Asia kann man so gut Ganks vorlegen. Das ist so einfach. Ich könnte hier einen richtig geilen Schuffel machen. Ein Schufflé. Ein Schufflé auf Erdbeer-Sorbet-Boden. Oh, Renekton kommt, Leute. Renekton kommt. Renekton kommt. So, jetzt müssen wir gucken, dass sie... Ja, wir haben jetzt leider keine Barrier, aber... Sieht gar nicht too bad aus. Ich habe gleich Mana. Allerdings kommt Olaf von rechts. Ich habe es gesehen und sie wird gleich Auge machen. Wir haben... Leute, hier. Leute, ja, wir machen mal hier ein Ward rüber. Wir haben Conqueror-Stacks, Leute. Conqueror-Stacks, jetzt müssen wir so. Und jetzt flashen wir einfach mal hier rüber und holen uns den Kill. Weiß nicht, ob der Flash nötig war. War aber sehr gut overall. War schön, war nice, war toll, war süß, war sauer, war lecker, war schmecker. Ein bisschen waldig und so ein bisschen hölzern im Abgang. Wisst ihr so? Aber war fein. Fein, 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 fein. Jetzt können wir auch nochmal... Also Last Hitten, ja. Last Hitten. Muss ich wieder ein bisschen Fokus, Auge drauf machen. Ja, ich weiß nicht. Ich mag Asia, Leute. Ich liebe Asia. Asia ist der perfekte Champ für mich. Aber Asia und ich haben harte Zeiten durchgemacht. Er wurde hart genervt, war useless, war teilweise nur bei 40 Minuten Gameplays gut, dies, das. Also. Ja, machen wir so. Machen wir so. Also es waren wirklich. Ich meine, was kann dieser Champ? Er ist nicht useless im Early Game, also er kann schon poken und hier und da, vor allem wenn man mal mit Ignite spielen, würde den Kill machen. Er ist mobil, das heißt, du musst nicht auf die Map gucken, du gehst, fliegst einfach weg. Bist einfach weg, tschüss. Du kannst carryen im Late Game. Du hast eine richtig geile Wall, damit kannst du fette Plays machen. Du kannst fliegen. Du kannst fucking fliegen, du bist ein Vogel. Come mid in 30, I wall. It is as simple as that. Come mid, I wall. Es ist nicht schwerer, Leute. Ich glaube, Conqueror ist halt schon gut. Da steht zwar nur 35, aber das sind ja nur die Heilung. Na, wir kriegen ja die ganzen AP. Ich glaube, das ist wirklich gut. So, wir haben jetzt sehr, sehr viel Mana, weil wir jetzt dieses Buch haben. Das heißt, wir können jetzt richtig poken. Klar, gegen Karma ist ein bisschen nervig, weil sie halt Karma ist. Aber, ne? Machen wir mal. Ich habe jetzt nicht so viel Attack Speed, aber ich glaube, im Early Game ist das nicht so wild, weil man eh nicht so viele Auto-Attacks macht. Klar, zum Pushen wäre es cool, wenn wir ehrlich sind. Aber, komm schon. Gib auch. Danke. Ne, ich glaube, im Early Game ist es nicht so schlimm. Später baue ich dann ja Nachschuss und dann müsste es reichen. Ich habe jetzt, man könnte auch in die Runen noch. Komm her. Konzentration. Sis Asia, meine Freunde. Was kommt jetzt? Was kommt? Wir machen jetzt W. Auto-Tech Q. Sis Asia, best Asia. Sis Asia, best. Das ist so einfach. Komm Mitte, I wall, kill. Da kann man auch einen guten Job schreiben. Ich habe zwar alles gemacht, das war quasi ein guter Job an mich, aber das heißt so viel wie, yo, er hat mich gegoodjobbt. Das heißt, ich gehe da gleich wieder hin. Das ist jetzt mein Buddy, der Asia. Da gehe ich gleich wieder ganken und dann hole ich mir noch einen Goodjob ab. So, das ist quasi wie Belohnungssystem, wie so ein Hund. Ne? Ihr müsst belohnen. Das ist jetzt räudig, aber ist kein Problem, glaube ich. Ist jemand in der Nähe? Nö, dann machen wir so. Oh, shit. Okay, das könnte... Wir müssen das dodgen irgendwie. Okay, er smited. Okay, wir sind tot, Leute. Barrier, Hilfe! Okay, wir machen... Ja, okay. Ja, ich hätte weiter hier oben laufen sollen. Dann wäre er hier gewesen und dann wäre ich runtergegangen. So rüber da. Ja, der Slow ist ziemlich krass von ihm, muss man zugeben. Aber ja, war ein bisschen kacke doch. Hätte ich anders machen können. So, sie ist aber 0-2. Das ist okay. Wir kaufen mal ein Control Ward zur Feier des Tages. Ich bin jetzt übrigens mit Witcher durch. Fand ich sehr, sehr gut, die Serie. Fand ich sehr, sehr gut. Ich denke auch, man kann die Serie so unendlich lang weitermachen, wie man will. Weil bisher hatte ich das Gefühl, dass nicht so eine geradlinige... Also ich werde nicht spoilern, Leute, aber nur so normale Dinge, die ich jetzt... Ich hatte nicht das Gefühl, dass so eine geradlinige Story drin, sondern einfach Folge von... Also klar, so ein bisschen geht's voran, aber
Folge für Folge für Folge, wie bei Pokémon so ein bisschen. Na, bei Pokémon, klar, irgendwann ist Ash da in der Arena am Ende, in dem Top 4 und sowas. Aber im Prinzip, jetzt ist er da im Wald und dann ist er da auf dem Berg und dann ist er hier. Das hat aber, der Wald hat nichts mit dem Berg zu tun und der Berg auch nichts mit dem Fluss. Das ist jede Story irgendwas Neues so. So, wir bauen Ludens, Infernal Dragon. Wenn ich da jetzt eigentlich hingehe, dann wissen die, dass ich da, also ich werde da gleich kurz vorbeischauen, aber nicht jetzt. Ich werde erstmal reinpushen, weil das ist sonst zu obvious. Wir gucken ja auch auf die Map, das heißt, ja, okay, sehr gut. Good job. Okay, da, ich bin unterwegs, Oli ist unten, ich habe ihn hier gesehen. Ich bin ja der Map-Awareness-Meister. Ich komme, das war natürlich, hätte sie Map-Awareness gehabt, hätte sie es gewusst. Also, sie hat es doch gesehen, oder? Aber ich bin da, Leute, ich bin da. Okay, können wir noch was machen? Kommt, ich mache noch ein kleines Play. Ich drücke noch ein kleines Play rein. Ein kleines Play drücke ich noch rein, Leute. Ihr müsst nur ein Stück zurückgehen. Ein Stück. Wada! Stukeble! Okay, ich bin tot. What the fuck, wieso bin ich so low? Okay, das war... Okay, ich habe mein Team getötet. Was hat mich so hart gekillt? Hat sie einfach... Hä? Womit? Wie viele Autotext waren das denn? Okay, ich habe eventuell gerade das Game... Also nicht verloren, aber sehr viel schwerer gemacht. Okay, der Turm ist auch schon weg. Okay, ich glaube, sie ist einfach giga big, oder? Yes, it was. Sorry. Warum bin ich so krass explodiert? War das jetzt Stormraiser plus Autotech oder was? Ja, keine Ahnung. War unglücklich, geben wir zu. War unglücklich, passieren auch... Ja, okay, ab und zu mal auf Tab drücken. Wieder haben wir was gelernt, Leute. Aus negativen Dingen lernt man. Drück ab und zu Tab und guck drauf. Ich meine, sie hat auch Stormraiser. Aber sie hat 110 CS und keine Ahnung, ganz viel Zeug hier. Weiß ich nicht. Ja, sie hat auf jeden Fall Auge gemacht. Oder eher Auge geschossen, könnte man auch sagen. Autotech. Q. So. Außerdem eine Regel, die für mich noch gilt. Ich weiß nicht, aktuell spielen super viele Leute Akali. Das ist nicht das Problem, aber es spielen gerade super... Ich glaube, Akali werde ich demnächst auch nochmal wieder spielen. Es spielen gerade richtig, richtig viele Leute... Master Yi irgendwie. Marcel und Katharina. Vielleicht hängt das mit der Elo zusammen. Ich weiß es nicht. Oh, pushen ist geil. Da wären Naschos geil jetzt. Hätten wir jetzt hier Naschos, wäre richtig geil. Das wäre richtig. Oh, schnell. Schneller. Na gut, dann nicht. Das wäre richtig geil gewesen. Okay, jetzt müssen wir ja weg. Glacial Karma. Macht nicht so viel Damage. Kann aber die Caitlyn nachher sehr, sehr tanky machen. Oder auch den Darien. Eventuell brauchen wir auch Heal-Reduze. Mal gucken. Wobei, sie kann ja eigentlich nicht nur sich selber heilen. Aber Olaf kann sich heilen, Darius kann sich heilen, Pike heilt sich so ein bisschen. Unten ist wieder Accent Tegu. Gute Welle. Kamas hier. Ich weiß halt nicht, ob es wirklich... Okay, sie hat einen Kill geholt, die Karma. Ich weiß nicht, sollen wir sie töten? Beziehungsweise sollen wir versuchen, sie zu töten? So muss man eher sagen. Okay, wir haben den Flash bekommen, relativ günstig. Wir können auch noch Barriere drücken. Ne, ist okay. Ist okay, weil ich gehe jetzt eh shoppen, meinen Loons kaufen. Und wir haben ihren Flash bekommen. Mein Team stirbt allerdings gerade. Komplett. Renekton ist am Turm feeden, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Loons ist aber jetzt da. Das ist natürlich auch so ein Problem an Asia, so ein bisschen. Also jetzt nicht übertrieben. Aber wir sind eher, wir sind natürlich so ein bisschen Scale in der Natur. Wir scalen ins Late. Aber jetzt auch, ich meine, wir haben jetzt schon Potenzial, was zu machen. Aber so ein 5-3 Darius... Und wir müssen ja auch berücksichtigen, wir haben halt hier eine Karma, ne? Karma ist schon schwer zu töten, sagen wir mal. So, Leute, ich bräuchte hier einen Medic auf jeden Fall. Definitiv bräuchte ich hier einen Medic. Definitiv bräuchte ich hier einen Medic. Eine Wall wäre cool. Wir brauchen mal Vision hier, das wäre auch ganz, ganz wichtig. Weil das ist, hier sind so die Gefahr, dass du hier gebackpackt wirst. Gewegtrackt, in den Popo hinein. Deswegen schön absichern nach links und rechts. So, wir gehen jetzt Magic Penchu und dann gehen wir Naschors. Zahn. Ein bisschen Damage machen wir. Aber er heilt das halt sofort wieder weg. Wir könnten hier was... Oh, sie geht da all in. Ist ziemlich dumm. Hä? Der Ping, Leute. Habt ihr den gesehen? Ich meine, das ist ein Pike. Das ist ein fucking Pike. Dude, he can jump. Was? So, richtiger Support-Main ist Paket-Tracer da. Richtiger Support-Main. So, Leute, hier. Die Kate könnten wir halt töten. Aber Pike kommt gerade. Und, ja, also er ist noch im Fluss. Alleine schaffe, mache ich... Ich meine, ich bin zwei Level über sie, aber ich mache das alleine nicht, weil...
Ja, ich... Als Asier braucht man einfach zu lange. Ich nehme das an. Ich nehme den Bait an. Ich nehme diesen Bait an. Das ist nicht too bad. Das ist not too bad. Das ist die perfekte Welle. Okay, das hat, war ein perfekter Flash. Hier kommt auch einer. Das war gut. Gute Fight. Ich habe nicht viel gemacht, außer Engage mit meiner Q auf den Olaf. Aber es ist okay. Ich muss nicht immer. Man muss nicht immer. Nee, das war okay. Das war okay. Also, wir holen uns jetzt schnell den Tower am besten, bevor der hier auch gemacht wird. Der läuft nach oben mit seinem Basketball. Ich meine, der Pike hat aber auch geflasht. Oder Kate habe ich leider nicht getroffen. Okay, ich bin raus. Alejo. Also, wir können hier so machen. Nee, machen wir nicht. Tschüss. Raus. Raus. Leute, was ist da oben los? So, wir können diesen Nashors-Ding-Teils-Dinger-Ding kaufen, aber ich glaube, Magic Pen Boots wären gerade wichtiger. Wir haben auch 30% CDR. Das heißt, wir kommen jetzt auf 40. Guck mal, wir haben auch coole Drachen. Wir haben coole Drachen. Wir haben den Kelt, den fliegenden Drachen und den feurigen Drachen. Nicht schlecht. Ich sag nicht schlecht. Can I? Ich glaube, wir nehmen noch eine Wave mit. Wir brauchen jetzt unbedingt Nashors. Es gibt verschiedene Bildwege. Sonst habe ich letztes Mal habe ich Loons und Durabedons probiert, aber hatte das Gefühl, ich habe doch ein bisschen wenig Attack Speed. Die kommen, glaube ich, nicht klar, aber das ist das Leben. Übrigens, für alle Leute, die sich immer mit meinem Turm wundern, ich werde den Turm dann stellen, wenn ich ihn brauche. Nicht, wenn ich ihn stellen kann. Dann, wenn ich ihn stellen will. Ja? Also, ich könnte ihn jetzt hier stellen. Viele sagen, ja, Tobi, stell doch. Nee. Dann, wenn Sache ist, brauche ich. Oh Gott, das ist schlecht. Okay, aber er ist gestorben. Das ist dann okay. Das ist dann okay. So, jetzt pushen wir mal schnell den Turm hier. Also wenn man natürlich Nashors first gehen würde, würde man Türme richtig umböllern, ne? Aber das weiß man ja vorher nie. Und ich sag mal so, wir kriegen ihn auch so, glaube ich. Ich bin halt nicht sicher, ob ich mir Text wieder in die Runen machen soll. Es gibt ja diese eine Rune, da habe ich jetzt auch AP reingemacht. So, die pushen in der Mitte. Das heißt, ich pushe hier. Wir holen uns Geld. Versuchen uns hochzufarmen. Really? Versuchen hier noch ein bisschen. Ich glaube, jetzt gehen wir hier aber weg, weil das doch ein bisschen gefährlich. Wir versuchen jetzt mal in die Mitte zu gehen. Vielleicht können wir ja von hinten den Backpacker-Tracker machen. Den würde ich gerne mitnehmen. Weiß aber nicht, ob das ganz klug ist. Außerdem dauert das verdammt lange mit Asia, oder? Also schon lange. Sagen, formulieren wir. Okay, und jetzt haben wir keine Spells mehr. Gleich aber. Ich würde sie ja schon gerne töten. Jetzt haben wir links ein Problem. Ja, ich habe noch Barrier. Komm, das ist fein. I can live with that. Allerdings wird der Darius jetzt Auge machen. Tristana muss da schießen. Tristana muss schießen. Schönes Stundenglas. Allerdings kommt da gleich die Ulti. Vielleicht laufen die Dinger aus. Die Dinger laufen nicht aus. Darius geht hier komplett Rampage. Geht hier mit der Ult rein. Haut hier die Stacks raus. Allerdings ist seine Ult nicht mehr auf Reset. Er holt trotzdem alle Kills. Slash FF von Amumu in den Chat hinein. So. War natürlich, Renne not sehr. Oh, Asi not sehr. Hä, was für Asi not sehr? Asi laying sehr irgendwo. Ja, muss sagen, ist von mir bisher noch nicht glänzend. Turbo glänzend. Aber ich bin so ein bisschen... Ja, ich hätte hier oben nicht... Der Taunt hier hat sehr viel Zeit gekostet. Und dann hätte ich einfach mich konzentrieren sollen auf raus. Weil Pike zu töten ist einfach unglaublich schwer. Für Pike musst du wirklich... Da musst du richtig was investieren. Aber langsam geht's los mit uns. Und ich werde jetzt... Passt auf. Wir machen jetzt die String-Theorie. Die, wir werden bei Tristana bleiben. Wir werden sie peelen. Wir werden nämlich jetzt Carries hier spielen. Wir werden nicht mehr dumm vorne stehen. Wir werden immer bei Tristana bleiben und sie peelen. I will stay with Trist and peel for her. So, jetzt fühlt sich Tristana nämlich... Okay, cool. Okay. ja, Tristana fühlt sich jetzt... Ja, cool, Darius, nice Champ. Ja, aber dann... Ja, also jetzt... Ja, nee, das funktioniert jetzt nicht mehr, nachdem sie gestorben ist. Aber doch, ne, dann denkt sie, okay, er passt auf mich auf, er hat Bock. Geil. Leute, ich komme. Leute. Oh mein Gott, ihr rennt aber auch ein bisschen schnell. Ja. Harsch. Was hier schon wieder los ist. So, verteidigen wir Toplane, verteidigen wir unten, gehen wir hier hin. Ich will gerade eigentlich nur farmen. Geld. Ich brauche die Items.
Oh, der fightet das wirklich? Ist der retarded? So, hier können wir jetzt einen Turm hinstellen, weil das könnte sein, dass wir den brauchen. Könnte, okay, brauchen wir jetzt nicht, aber hätte sein können. Hätte, Alter, dieser Slow, sein können. Ah, wieso hat jeder immer Flash, wenn ich eine Wall mache? Leute? Okay, ich glaube, wir machen mal Nashos fertig, Leute. Leute, kurz. Leute, kurz raus. Also, ich bin raus. Ich habe gepinkt, ich bin raus. I'm out. I'm out of business. So, jetzt haben wir nämlich wenigstens den Nashorisierer-Zahn. Was die meisten gar nicht wissen ist, also, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, dieser Bonus-Damage, der funktioniert gar nicht auf Asi, ne? Das wisst ihr auch nicht. Also, naja, der funktioniert nur auf Auto-Tags und das W-Auto-Tag ist ja kein Auto. So, was geht hier? Renekton, Alter, die Kate, ne? Die smasht aber auch. So, aber wir machen langsam Schaden, Leute. Langsam. Langsam und bitte. So, wir haben auch wieder eine Wall. Ich würde mich auf einem Wally sehen. Leute, habt ihr Bock? Ihr müsst Bock haben, dann hätte ich Bock. Ich würde da sogar, allerdings hat die Lifesteal, nee, aber die heilt sich trotzdem. Ach, die hat Fleet. Na gut. Na gut. Schon wieder er? Nee, oder? So, also ich glaube, jetzt machen wir schon ganz guten Schaden. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Ich weiß ja nicht, ich habe viel und nicht, also ich habe lange kein Asi gespielt. Deswegen ist so ein bisschen die Question. Machen wir Damage? Machen wir keinen? Hätte mich das getroffen, hätte ich aber eine Ansage gecallt. Ja, was mit Baron, Leute? Ich glaube, die machen da was. Hab irgendwie das Gefühl. Ja, oder? Alter, ich sehe. Leute, wir machen Baron. Pass auf, ich wall den gleich weg, oder? Gehen wir da rein. Ja, die Wall war ziemlich beschissen, so war ehrlich, aber ich lebe noch. Wir haben Baron auch bekommen durch Nami. Habe ich Olaf rausgeholt oder nicht? Das war nämlich der Plan so ein bisschen. Das ist okay. Das ist okay. Wer ist denn das noch? Karma. Ich glaube, sie ist da oben, Leute. Naja, sie ist da unten. Karma. Ja, gut Job. Schön. Habe ich Olaf rausgeholt? Wo ist Olaf? Nee, habe ich glaube ich nicht. Aber vielleicht habe ich ihn so ein bisschen mit gekillt. Auf jeden Fall habe ich ein Signal gesendet. Ich habe gesagt, Soldaten, vereint euch. Das war mein Signal. Ich habe den Engage gemacht. Manchmal brauchst du halt einfach einen, der sagt, go. Und das hat geklappt. Das ist gut. Wir spielen halt Supports hier. Das ist okay, das ist fein. Das ist welcome. Alle gekillt und Baron bekommen. Was will man mehr? Und jetzt gehen wir auf Rabadoniens. Oder sollen wir auf Stundenglas-Doniens gehen? Könnten wir auch. Nee, ich habe jetzt schon Stab gekauft. So. Vielleicht drücken wir trotzdem eine Stopwatch rein. Stopwatch einmal. Ist nicht verkehrt. Er geht Full AP am Umkehr. Okay. Na, aber das sind doch die spannenden Runden, oder nicht? Die Runden, wo du 20-0 gehst, langweilig. Langweilt mich. Leute, ich hab Bock auf Engages, Walls, auf. Ne, darauf hab ich keinen Bock. Okay, das ist harsch. Mama! Okay, ich lebe. War's gut, wir haben, glaube ich. Also, ich habe auf jeden Fall Ignite bekommen und irgendwelche. Sein Flash, glaube ich, auch. Ja, dann, ich wollte eh shoppen. Kann sein, dass er nochmal kommt, aber. Wäre ich vorbereitet gewesen. So. Ja, also wir haben Flash Ignite bekommen, war worth. Ich bin schnell, ich bin ein Vogel, wir fliegen. Auf geht's. Avanti. Der Pizzabäcker ihres Vertrauens. Ich meine, jede zweite Pizzeria ist Avanti, oder nicht? Was heißt denn Avanti? So, Leute, habt ihr Bock? Guck mal, Wall ist gleich schon wieder ready, auch Pock. Wir kriegen mittlerweile jetzt, wir haben 345 AP, könnte mehr sein, aber ist schon nicht schlecht. Lubav wäre auch mal cool. Das wären nochmal 20 AP. So, ich habe jetzt eine Ult, Leute. Die ist easy to engage. Also gleich Ult. Es müsste nur jemand dabei. Au. Au. Habe ich Lifesteal in irgendeiner Art und Weise? Nö. Nami, heil mich mal. Danke. Immer diese Supporter, die nicht Heal drücken. Richtig schlimm. So, jetzt können wir Damage drücken. Rein theoretisch zumindest. Ich komme noch nicht ran ganz. Jetzt können wir Damage drücken. Damage! Zuckerblatt! Zuckerblatt!
Ja, so, naja, es ist okay. Ich habe gewollt, wir haben gekillt, wir haben gemacht. Warum engagen die? Wir haben Baron, wir haben killed, wir sind not too bad. Ich glaube, die denken immer noch, die wären am Drücker, aber die sind nicht am Drücker. I don't know. Ja, cool. Natürlich muss man berücksichtigen, Tristanas Fett, aber... Also ich bin jetzt nicht giga am Carry... Also ich habe halt viele Assists, so. Ein paar mehr Kills hätte ich schon haben können. Also hier sind vollwertige Assists, die auch Kills hätten sein können. Sagen wir es mal so. Das sind nicht nur so, hey, ein Auto-Check-Attacks. Jetzt sagen wir ein Good Job in die Runde. Good Job, guys. So, wir haben leider... Wir brauchen... Ich glaube, wir nehmen noch in die Papageien mit für den zweiten großen Stab. Wenn das geht. Oder Blue Buff. Machen wir Blue Buff. Was ist das für Drake? Air. Oh, noch ein Air Drake. Wäre richtig geil. Noch ein Air Drake wäre richtig, richtig cool. Also man kann Asi mit Ignite spielen. Ich glaube, ich werde ihn nochmal mit Ignite spielen. Wobei Barrier schon cool ist. Aber kann ich nach ihm choppen? Oder lieber nicht? Ich glaube, wir nehmen... Ach, der ist in 20 Sekunden. Mama. Kill die Kate. Kill the Kates. Wer hat die Kate gewollt? Mama. Der hat... Okay, passt. Es sind keine turbo-cleanen Walls, sag ich mal. So, dass sie turbo-clean sind. Aber es sind gute, gewinnende Walls, Leute. Ihr könnt mich auch Wally nennen. Oder Tolly. Also, nee, das ist schon fein. Ich bin halt eher aktuell nicht Carry-Seer, sondern Ult-Seer. Engage. Also es ist okay. Man kann man nichts gegen sagen jetzt einfach. Eine wichtigste Person ist Kate, glaube ich schon. Klar ist sie... Ne, sie feedet jetzt halt ein bisschen, aber sie war mal 4-1 oder so, oder nicht? Oder keine Ahnung. Sie war auf jeden Fall... Die hat auch viel Farm. Sie hat viele Items. Sie macht übel Aua. Der ist eh useless. Der ist useless. Die haben halt ein richtiges Kack-Team. Deswegen habe ich mir gedacht, zocken wir das auf jeden Fall. Wobei ich keinen Bock gegen Karma hatte, wenn ich ehrlich bin. Wobei ich auch überlegt hatte, es könnte Pike Mitte gewesen sein, aber Pike Mitte, boah. Ach, Arsch. So, wir haben wieder eine Wall. Hätte Bock, aber... Also ich glaube, dass wir am Ende des Games nicht so viel Damage gemacht haben. Aber ich bin halt auch so ein bisschen unser Engager einfach, ne? Also, ich gehe halt rein und muss danach halt überleben. After that, I have to survive. Zack, jetzt machen wir auf jeden Fall Schaden, Leute. Turbo-Schaden. Man könnte es als Turbo-Schaden deklarieren. Das hat mich getroffen. Olaf. Leute, holen wir uns den oder nicht? Brauch ein bisschen einen Medic vielleicht dabei. Ja, free! Na, Leute, wer werden? Ich habe jetzt... Und die Ult hat auch richtig wenig cool. Wir haben jetzt Rabadons fertig. Dann haben wir so 600 AP, glaube ich. Mist, zu spät. Wir auch Barons können wir richtig umsnacken. Nice. Jetzt kurz hier ein bisschen Damage machen. Guckt euch das an, Leute. Jetzt geht's direkt weiter hier. Machen so. Okay, Leute. This is the freest game of my life. Prrrap. Guck mal, 7-3-11. Was ist 7-3-11? Richtig, das ist 7-3-11. Ich habe gleich wieder eine Ult. Da würde ich mich sehen. Ja, da hat schon wieder irgendjemand gesagt, ja, das ist jetzt übrigens auch mein Main, ne? Das ist jetzt, ich werde euch jetzt wahrscheinlich erstmal ein paar Main-Games geben. Und irgendwann kommt da wieder Trolli-Wolli. Fuck you, der ist einfach zu schnell, der Lunz. Aber ich würde den, passt auf. Ha! Disrespect. Hier, da hast du den Tarik. Ne, so, ja, ich port da weg. Nee, machst du nicht. Machst du nicht, Burit. Machst du nicht. Ich bin da. Der Imperator eures Vertrauens. Ja, schön. Schön. Wir können ja mal Damage gucken, aber ich werde... Ich glaube, ich habe... Also ich habe jetzt am Ende noch ein bisschen Damage gefarmt, aber nur am Ende. Davor die ganze Zeit gar nicht. Deswegen werde ich... Ich werde wenig Damage haben. So viel wie die... Also Tristan am meisten und dann wir alle so ein bisschen. So wird es, glaube ich, gelaufen sein. Wir können ja mal zusammen gucken. So, was ist das hier? Ich glaube, Runenseite irgendwas. So, wir honoren schon die Drist. Die war gut. Plus 25 ist in Ordnung. 8, 3, 11 Damage. Ja, na, so wie ich es gesagt habe. Doch, Tristana gar nicht so viel. Renekton überraschend viel, dafür, dass er geintet hat. Ne, aber cooles Game. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Auf Wiedersehen.
Ich hab euch lieb. Goodbye und tschüss.